Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach den Cooldown von den neuen DAX-Missionen umgehen könnt. Das Ganze klappt mit den neuen DAX-Missionen und auch mit den Johann-Missionen, auch genannt den Fooligan-Jobs. Dafür müsst ihr auf jeden Fall schon mal die DAX-Mission freigespielt haben. Die Mission findet ihr, wenn die Map öffnet, auf dem großen D. Das sind insgesamt 6 Stück und wenn ihr diese Mission einmal durchgespielt habt, dann könnt ihr auch den DAX übers Handy anrufen. Und ja, mit dieser Methode könnt ihr auch en masse legal Geld verdienen. Im Normalfall bekommt man 50.000 pro abgeschlossenen Job. Hin und wieder bekommt man auch nur 25.000, ich weiß auch nicht warum, aber in den meisten Fällen bekommt man pro Job 50.000. Pro Job braucht man in der Regel so um die 10 Minuten. Das heißt, dann könnt ihr wirklich so um die 250.000, sagen wir mal so zwischen 200.000 und 300.000 in der Stunde locker machen. Und ich würde sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir öffnen zunächst einmal unser Handy, rufen den DAX an, fordern uns einmal einen Job an. Den Job dann ganz normal spielen. So, die Mission dann abgeschlossen. In meinem Fall habe ich jetzt für die erste Mission 25.000 gekriegt. Warum, weiß ich auch nicht. Normal kriegt man für die DAX-Mission auch 50.000. Für jede Mission werdet ihr auch gleich sehen. Einfach mal das Handy öffnen, DAX nochmal erneut anrufen. Dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt einen Cooldown haben von 48 Minuten. Und um diesen Cooldown jetzt einfach zu umgehen, begeben wir uns zum LSK-Meet. Dort beim LSK-Meet angekommen, begeben wir uns einmal zu den Testautos. Einmal eine Testfahrt, das heißt wir drücken Dreieck, alleine beitreten, um auf die Teststrecke zu fahren. Dort auf der Teststrecke angekommen, erneut Handy öffnen, DAX nochmal anrufen. Ihr seht, wir haben oben immer noch den Cooldown. Wir fahren als nächstes zum Ausgang. Dort beim Ausgang werdet ihr jetzt sehen, oben steht LSK-Meet beitreten und ganz unten steht Frage DAX nach einem Job. Wenn ihr das auch so habt wie ich das jetzt hier habe, dann drücken wir jetzt zweimal auf X, das heißt wir bestätigen jetzt, um ins LSK-Meet reinzufahren und wir bestätigen, um den Job zu starten. Nach einem kurzen Blackscreen werden wir dann wieder ins LSK-Meet geladen, dann warten wir einen Moment, dann werden wir rausgeworfen. Draußen angekommen wird die Mission starten, auch die Mission dann ganz normal spielen. So, habt ihr die Mission dann abgeschlossen, werdet ihr jetzt sehen, diesen bekommen jetzt auch 50.000 GTA-Dollar. Die Mission schafft ihr auch innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Das heißt, wenn ihr wirklich so gut seid und so, könnt ihr wirklich so alle 10 Minuten könnt ihr diese Mission dann neu starten. Da könnt ihr wirklich so bis zu 300.000 GTA-Dollar pro Stunde machen. 250.000 bis 300.000 GTA-Dollar. Wir begeben uns als nächstes dann wieder zum LSK-Meet. Auch wieder zu dem Testauto hinfahren, Dreieck drücken. Alleine beitreten. Hier auf der Teststrecke angekommen, auch wieder Handy öffnen, den DAX anrufen. Ihr seht, wir haben jetzt oben immer noch den Cooldown. Wir fahren dann wieder zum Ausgang. Dort beim Ausgang angekommen, seht jetzt oben wieder, wir haben die Meldung LSK mit beitreten. Unten steht Frage DAX nach einem Job. Wir drücken dann jetzt zweimal auf X, einmal um LSK mit beizutreten. Und um den Job einmal anzunehmen, haben wir das dann gemacht. Dann werden wir einen kurzen Blackscreen bekommen, werden dann wieder ins LSK mitladen. Nach einem kurzen Moment wird der Job dann starten. Auch diesen Job dann ganz normal spielen. So, jetzt diesen Job abgeschlossen, werdet ihr sehen, habe ich jetzt auch wieder 50.000 GTA-Dollar bekommen und habe auch knapp 10 Minuten für diesen Job gebraucht. Ja, als nächstes seht ihr, wir haben jetzt wieder einen Cooldown. Um diesen Cooldown jetzt zu umgehen, dann einfach wieder die gleichen Schritte mit dem LSK mit wiederholen. Und so könnt ihr wirklich en masse legal Geld verdienen in GTA. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.